Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu ExoSockbill Sims. Boah, und wie ihr seht, sieht die Haut wieder normal aus. Ja, ich bin vom Ladescreen wieder hier reingekommen und alles wie beim Alten. Ja, keine Ahnung warum, ist halt so. Gut, wir wollen hier mal das realistisch hier mal da fortsetzen und schauen mal, was hier los ist. Da ist jemand gerade sehr inspiriert. Das ist sehr schön, dass da jemand inspiriert ist. Die darf zumindest schreiben und darf auch mal weiterschreiben. Ich weiß gar nicht, warum sie da unterbrochen hat. Das Megaprojekt natürlich. Ja, das sind manchmal so Dinge, die sind so, wie sie sind, weil sie so sind, dass sie so sind, was sie so sind. Gut, eine Stunde, wenn inspiriert. Eine Stunde spielen, wenn inspiriert. Wann darf sie denn anfangen? 9 Stunden. Ist gerade am Essen. Das heißt, da kann sie einmal beenden, weil sie soll ja etwas auch ihren Körper behalten. Dort kann sie dann einmal weglegen. Der darf heute mal alleine. Und dann darf sie hier mal intensiv zuhören. Intensiv zuhören. Genau. Dann soll sie nämlich inspiriert werden. Und wenn sie inspiriert ist, dann soll sie selber, was soll sie denn da? Der Geigenfähigkeit. Beziehungsweise, Instrument spielen. Das heißt, sie kann der Geigenfähigkeit dann machen. Versteht schon, was ich meine, ne? Dann hat sie zwei Dinge in einen Schlag gemacht. Genau. Gut. Wie sieht's denn hier aus? Da ist jemand beschämt und hat Hunger. Weil der dann hungrig ist, würde ich mal sagen, kann er hier mal direkterweise ran, öffnet sich das ganze Dingens und holt sich hier mal ein Gericht raus. Und dann gucken wir mal die gute Nadja an. Sie ist inspiriert und soll ja Geige spielen. Das heißt, sie wird das Ding hier mal... Warum geht da üben nicht? Was ist los? Ach, das ist die Kindergeige gewesen. Die geht üben. Die andere kann eigentlich weg. Machen wir dann auch. Das ist ja diese Kindergeige. Wunderkindgeige, bla, sowieso... Weg damit und weiter. Na, was ist los? Geht's, geht's nicht? Ja. Na, einmal ran da. Ja? Eine Stunde spielen, wenn inspiriert. Inspirationsmodus hält an für 15 Minuten. Oh. Du darfst heute auch alleine. Heute machen wir ein bisschen Haushalt. Irgendwie ist jetzt auf lautlose Geige. Nee, ist doch nicht auf lautlose Geige. Nein, nein, sie quält weiter. Alter Falter. So, Inspiration ist hinüber. Wie sieht's hier aus? Erreichen der Fähigkeit. Oh. Warte mal. Inspirieren, intensiv zuhören. Willst du mal gucken, dass wir Inspiration irgendwie hochkriegen? Na, was ist los? Kann ich hier wieder eigentlich wieder mal Rechnung bezahlen oder... Nee, noch nicht. Okay. Inspiriert. So, das geht jetzt hoch. Immer höher. Inspiriert, inspiriert, inspiriert. Ja, ich hoffe, dass... Frage ist, wie lang? Das steht jetzt da nicht. Wenn ein Musikliebhaber intensiv der Musik lauscht, wird sein musikalisches Genie angeregt. Ja, ist ja schön, dass das angeregt wird, ja? Du darfst ein bisschen Hygiene machen. Einmal Hände waschen und einmal Zähne putzen. Danke sehr.
Und du darfst bald ja auch arbeiten, ne? Zeit für Arbeit. Oh, aber hier ran, hier, zackig. Zeit zu Arbeit zu gehen, ne? So, wie sieht's bei dir jetzt aus? Du bist jetzt für 2 Stunden, das ist okay. Das heißt, du gehst jetzt wieder auf Übemodus. Du bist jetzt 2 Stunden inspiriert, dann heißt das, wir kriegen das hier auf jeden Fall hin. Ja? Wir gehen aber ein bisschen auf Sicherheitsabstand. Gut, wie sieht's denn bei... Ich bin kokett? Okay, ich bin kokett. Ist ja sehr schön, dass ich kokett hier bin. Ja, echt super. So, schneller Mahlzeit, blablabla, Ranschen. Passt alles ganz gut. Verdorbenes Essen aussortieren auf jeden Fall. Und danach auf alle Fälle nochmal kochen. Kochen, kochen, kochen. Pfannkuchen. Kokette Herzkekse. Ja, wir machen kokette Herzkekse. Okay. Nun, sehe ich aber gut aus, wenn ich kokett bin, ey. Bin so kokett, das hält keiner aus. So, da ist das Tierchen fertig geworden. Oh ja. Ich habe schon schlimmere Bilder gesehen. Das heißt, wir verkaufen das einmal. Hier ist ein was Literarisches fertig geworden. Das heißt, da können wir dann einmal verscheuern. Ja. Anderen Verlag verkaufen. Oh, wir haben das andere noch. Der Baum mit dem großen Astloch. Oh Gott, die erotische Geschichte der Natur. Dann haben wir nochmal das Megaprojekt. Das heißt, wir haben nochmal 2x fette Kohle. Und danach geht's dann direkterweise wieder hier ran. Halt. Das ist eigentlich alles in Ordnung. Abgeschlossen, abgeschlossen. Das heißt, sie macht das andere jetzt. Kristalle sammeln und so ein Pipapo. Genau. Frösche, Fossilien, Kristalle. Das heißt für dich, du gehst hier einmal eine Frösche suchen. Da ist jemand draußen, den kenne ich nicht. Dann geht's hier ran. Einmal graben, dann auch nochmal hier graben. Okay. Haben wir hier irgendwas Froschmäßiges? Ein Losch, der deinen Namen trägt, alle Frösche überquakt. Suche ich heute hier, da, ein Frosch, der deinen Namen quakt. Da haben wir nochmal Frösche. Pinnwand voll! Ja, die Pinnwand ist voll, das heißt, wir können die Pinnwand mal hier löschen. Okay, Pinnwand ist gelöscht. Ein Frosch. Was ist denn das da? Ach, ein Blümchen. Ganz normales, ordinäres Blümchen. Ein Frosch, der deinen Namen quakt. Hier wäre noch eine Möglichkeit, sehe ich gerade. Grabe noch ein Weilchen. Dann kommt der Exos mit den Hackebeilchen. So, passt. Sieht gut aus. Hier hätten wir noch ein Dings. Hier hätten wir noch mal einen Frosch. Ein Frosch, der deinen Namen quakt. Ich glaube, wenn Luzi das hören würde, ich glaube, der würde sich 30 Mal umdrehen. Das fängt er schon wieder an. Ja. Erinnert mich übrigens daran, dass ich eine Kollegin habe, die mag die Sängerin, also diese Fischer. Aber naja, kann man ja machen. Gibt ja Leute, die vermögen ja verschiedene Sachen. Ne? Der eine mag ja zum Beispiel sogar Fußball oder der andere sogar Dieter Bohlen. Wobei das halt echt schon hart ist. Dieter Bohlen, das ist die Hölle. So, wie weit bist du?
500 Simoleon mit lizenzierten Liedern verdienen. Ha, das muss ich erstmal mal nachgucken. 4 Lieder schreiben. Und der Fähigkeit auf ein Instrument erreiche. Ja, musikalisches Genie. Musikalisches Genie. Wir lassen sie erstmal weiter durchfiedeln. Das soll mir jetzt nicht weiter stören. Das ist halt einfach mal erstmal so. Wie sieht's denn hier mit der Futteralien aus? Du darfst hier den Rest aufessen. Ich mag ja nicht, wenn hier so die Reste einfach so rumdümpeln. Und Maya Müller, die gute Frau, die lassen wir erstmal schnell die Blase leeren. Weil die sieht echt übel aus. Das geht gar nicht. Oh, eine Kapsel gefunden, danke. Na, was ist los? Leerst du nicht? Wo bist du hin? Alter Falter. Verwenden. Ja, wie lange verwendest du die? Aha, okay, sie verwendet. Das heißt, du darfst das dann hier einmal weglegen. Und dann schauen wir mal unsere nette, selbstsichere Dame an, die in 2 Tagen zur Arbeit darf. Die wird auf alle Fälle erstmal hier was öffnen. Die hat nämlich Hunger und wird sich hier mal ein Gericht nehmen und danach wird sie einmal hygienisieren. Keine Ahnung, was das für ein Wort ist, aber ich fand das gerade toll. Gut, hygienisiert wird. I am himself ist gerade am Abwasch machen. Das heißt, ich könnte theoretischerweise nochmal auch was kochen. Und zwar machen wir nochmal einen Grillkäse auf der größten Größe. Und hier klingelt der Telefon. Was ist da los? Bossruf rangehen. Okay. Warum? Was ist los? Ihre Jobleistung, ha? Okay. Fehlt bei der Arbeit. Können wir sie jetzt nochmal zur Arbeit schicken oder was ist da los? Zur Arbeit gehen. Okay. Na, war los. Hier. Aber rucki zucki jetzt hier. Das. Meine Güte. Was ist denn bei mir los? Aha! Erst bei Alantania diese komischen Streifen. Jetzt bei mir Kringel. Gucken wir mal nach. Was haben wir denn da? Schwindel wegen Krankheit. Exe fragt sich, ob er oder der Rest der Welt sich dreht. Coole Nummer. Wie frisch, aha, gute Schwingung und so weiter. Ich bin krank. Toll. Naja, so toll ist das auch nicht. Orangensaft soll helfen. Wir öffnen das mal. Nee, da ist kein Orangensaft so gewesen. Wir machen erstmal Play. Orangensaft. So, Maya Müller ist jedenfalls zur Arbeit. Dann passt das schon mal. Ich glaube, ich war schneller Mahlzeit. Oh, Saft. Genau. Ach, jetzt ist es schon weg. Okay, dann kann der O-Saft auch weg. Das war jetzt eine schnelle Krankheit. Wie sieht's denn aus? Hunger, Hunger, Essen, Essen, Hygiene, Hygiene. Ein bisschen Hygiene sollte ich machen. Das heißt, wir können das hier einmal mal weglegen. Schon wieder schwindelig? Warum auch immer. Na gut. Wir machen erstmal kurz eine Aufnahme halt hier. Wir sehen uns nämlich morgen wieder. Ich sehe nämlich gerade auf der Uhr, wenn ich jetzt was anfangen würde, würde es zu lange dauern. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und ja, bis morgen wieder. Ciao, ciao und bye, bye.